Herzlich willkommen zum zweiten Wiener Ball hier im Grand Elysée, Hamburg. Schön, dass Sie alle hier sind. Frau Götsch, waren Sie schon mal auf dem Wiener Ball und was erhoffen Sie sich durch den Abend? Letztes Jahr war das der erste und der hat uns so wunderbar gefallen, dass wir uns auf heute Abend freuen, vor allen Dingen mit dem wunderbaren Orchester dann Walzer zu tanzen. Ich habe schon so viel davon gehört und bin ganz gespannt jetzt heute. Erwarte, dass es ganz was Wunderschönes wird und ich viel tanzen kann. Herr Block, was war Ihre Inspiration, diesen Wiener Ball ins Leben zu rufen? Die österreichische Gemeinde in Hamburg ist groß. Wir hatten schon vor 10 Jahren, 20 Jahren hatten wir große Veranstaltung mit den Österreichern. Wir haben sehr viel österreichische Wurzeln, Hamburg und Österreich zusammen. Es war zwangsläufig, dass der Ball in Hamburg ein Erfolg wird. Seid ihr denn schon aufgeregt, jetzt kurz vor dem großen Auftritt? Also jetzt bin ich noch nicht aufgeregt. Also kommt bestimmt nachher, wenn wir losgehen. Was ist Ihre Aufgabe als Choreograf? Ich muss dafür sorgen, dass 40 Paare, die sich nicht kennen, im normalen Leben innerhalb von 2-3 Probenabenden so zusammenkommen, dass unsere Gäste heute Abend denken, dass wir eine Formation. Charmante Moderatorin des Abends, Frau Kock am Brink, hallo. Sagen Sie uns doch mal, was erwartet uns an diesem Abend? Also, wie Sie sehen, es wird getanzt, es wird original Wiener Kultur geboten, kulinarische Kultur, Tanzkultur und auch ein bisschen Wiener Schmäh, das durchdringt dieses ganze Hotel. Und es ist einfach ein wunderbares Fest, was vielleicht sogar zur Tradition wird hier in Hamburg. Der Wiener Ball, den wir hier im Grand Elysée feiern, für die Hamburger Gesellschaft. Der Wiener Ball ist nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern ich würde sagen, der Wiener Ball ist sichtbarer Ausdruck der engen Verbundenheit zwischen den Österreichern, zwischen Hamburgern, zwischen Österreichern und Norddeutschen. Das war der Wiener Ball 2009 im Grand Elysée.